So, und bedient melden wir uns zurück. Ja, für euch hat das ein bisschen, ja, das ist halt der letzte Part, für uns ist es noch gerade ein paar Sekündchen her. Wir haben das Spiel mit 2:1 verloren, bekamen einen Elfmeter gegen uns, der zum Glück verschossen worden ist. Dann bekamen wir einen Elfmeter zugesprochen, den machten wir dann rein zur Einzelführung, spielten eigentlich relativ souverän die erste Halbzeit zu Ende. Dann fiel aus dem Nichts in der 69. Minute das 1:0, das 1:1 und in der 75. 75. Ja, das 2:1. Naja, wir versuchen jetzt weiter Gas zu geben und hoffentlich kommen wir nicht in einen Abschießkampf rein. Wenn wir jetzt nämlich gewinnen sollten, dann sehe ich dem Ganzen schon wieder positiv entgegen. Mhm. Aber es ist halt bekannt, dass wenn man schlecht in eine Saison startet, dass man da nicht mehr so wirklich gut rauskommt. Ach. Wenn ich wieder die alte Form finde, weißt du, dann passt das schon. Oh, schon direkt Innenpfostentor. Boah, den mache ich noch nicht mal rein, ey. Den dreht sich noch weg. Ich habe wenigstens noch ein Innenpfostentor gemacht mit dem ersten Schuss. Oh, Heimspiel im Etihad Stadium. Das heißt, eine weitere Niederlage und sie sind in der Abwärtsspirale. No, noch eine weitere Niederlage und wir sind in einer Abwärtsspirale, sagt der Kommentator. Er macht mir ja schon ganz viel Mut. Jetzt ist erstmal eine Lücke. Jawohl, super gemacht. Zweite Minute. Der Ball ist in Richtung Strafraum gegangen. Die Flanke kommt für Bunker und ist hier drin. 2,5 Minuten waren da gespielt und da macht Bunker das 1:0. Was ist da los? Oh, wen trete ich denn da? Das ist eine Ansage. Gegen zwei Mann wieder. Der kleine Kerl irgendwie. Möppelt er sich da hoch und köpft das Teil da. Bam! Ja, besser geht's nicht. Und die Fans, die jubeln. Klar sehen wir jetzt erstmal den Block der Gäste. Zumindest bei mir. Ah, da sind Fans von uns. Es ist Bunga Bunga. Der zeigt sich gerade noch. Der kommt gerade noch reingeflogen durchs Bild. Und das ja, ist. Das heißt, wer denn sonst, wa? Das ist mal wirklich eine Ansage jetzt gewesen. Ich glaube, die sind jetzt schon mal ein bisschen. Der Ball kommt sehr gut. Boah. Hätte er gepasst, hätte er den in den Knick gehauen, ey. Jetzt sind die anderen alle vorne. Ah, schade. Ah, den wollte ich eigentlich zustellen. So, oh, er war. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Nee, das ist nicht gut. Aber es ist wichtig. Wichtig, dass man in der zweiten Minute, also 2 Minuten und 3 Sekunden, in der dritten Spielminute dann das 1:0 macht. Der erste Torschuss war das von uns. Oh, 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 boah. Ey, mach den, warum schießt der nicht? Ich tue die ganze Viereck. Los, la, 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 la. Nein, ich hab gar nicht, ich hab nur meinen Spieler gerade geguckt. Die hätte schon abgeschlossen. Ich drück zweimal Viereck. Wenn ihn raushaut. Ey, kann nicht wahr sein, ey, guck. Na, 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 na. Ey, guck. Ach du Scheiße, ne, ey. Also, jetzt ist ehrlich. Abschießkampf pur, ey. Jetzt haben wir das völlig verunsichert. Ah, das gibt's doch gar nicht. Drück zweimal vier, der Ball fliegt einfach. Ach, ja. Ja, so. Ach nein, ey. Wie oft wollt ihr das. Das ist ein Scheiß, so. Ey. Wie oft wollt ihr das noch angucken? Da rennt ich den Ball noch in letzter Sekunde. Der Tor macht sich da selber das Leben schwer. Mhm. Na so, komm. Wir lassen uns jetzt nicht runterziehen. Weitermachen. Liga 5 wird ein härteres Unterfangen, das war schon klar. Oh, jetzt geht's aber wieder im Abseits. Ach Mann, er steht ja wieder im Abseits. Wir wollen nicht. Achso. Ja, okay. Kann man da rausgehen? Muss man einfach mal aufs Radar gucken. Aber das ist eine riesen Lücke gewesen zwischen Mittelfeld und Angriff. Das sah eher aus, als wäre Abwehr gleich Mittelfeld. Und der Angriff steht da vorne. Oh, Granado sucht. Oh, der war nicht schlecht gespielt. Ich finde so, hab mich zu spät entschieden, nach unten zu laufen. Geht's dann doch noch. Oh, das machen sie. Jetzt machen sie das wirklich gut. Der Ball ist oh, nicht schlecht gemacht, aber die Verteidigung ist da. Und somit geht es in. Ach nee, oder auch nicht. Aber momentan wirkt das alles noch ziemlich verunsichernd nach diesem Gegentreffer zum 1:1 in der 8. Minute. Oh, im letzten Moment kommt. Was ist das denn, ey? Die spielen schon ohne, dass ich was drück.
Aber Ranallo fightet hier. Und das macht er gut. Ach, kommt jetzt. Ey. Und zieht er nochmal. Kommt da nicht durch. Jawohl, ist unser. Hä? Bin ich nicht gegen den gelaufen? Foul! Foul! Foul pfeift er. Der war faul? Hm? Wie dumm ist das denn? Foul, keine Frage. Oh, der kann lang spielen. Ja, der ist ganz alleine. Boah, Schweinger. Jetzt Konter. Jetzt Konter. Alle sind sie da. Nein! Jawohl! Geh weg, geh weg, ja, geh weg, also geh weg. Oh, du rennst in den Reihen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ich, ja, sorry. Ich hätte spielen sollen. Ich dachte, ich wäre schnell genug, deswegen. Ich wollte dann den Verteidiger noch wegdrücken. Den einen, den weißen. Mhm. Dann rennt er auch noch genau in dich rein. Ah, ja. 22 Minuten rum. Passiert. Immer diese 20. Scheiße. Boah, ey. An der Außenlinie. Mal, was machen die denn jetzt? Und immer wieder Bunga und Granado bilden hier den Angriff. Aber sie kommen nicht mehr raus. Das war mein Fehler. Oh, was macht er denn da? Der Torhüter springt erst, als der Ball auf seiner Höhe ist. Und der Verteidiger kippt einfach rum. Man merkt diese Verunsicherung nach dieser Niederlage. Das war alles eher unnötig. Boah, was macht er denn da, ey? Und bis jetzt den gewünschten Erfolg bringen diese Flanken nicht ein. Och. Und immer wieder ist der Ball weg, aber der ist jetzt auch weg. Und der wollte auf die Oma schießen, ja, ne? Wollte auf meine Oma da schießen, ne? Au. In der Mitte könnte was gehen. Schöner Zweig. Boah. Komm, Ranallo. Ja, da Bunga. Mein, die kommen ja gar nicht da raus. Ja, die spielen ein schönes Pressing. Zugeköpft? Naja. Das weiß kein Mensch. Boah. Das gibt's doch nicht. Jetzt komm, jawohl, endlich. Boah, und alle ziehen ihn hier. Und er fightet. Komm, weiter, komm, weiter. Mann, Abstoß. Hat er getan. Das wäre lustig gewesen, weil Visa. Ich war wieder der Flanke Tor. Ah nein. Ach du. Komm. Sehr gut gespielt. Bunga, Bunga, jetzt über links. Oh, der zieht in den Strafraum. Ey! Macht aber nix. Elfmeter. Ach, versuchen kann man sehr. Nee, Schwalbe. Ach ja, die gute alte This is Football Zeit, wo man einfach mal eine Schwalbe im Strafraum machen konnte. Warum denn? Och, ey, das gibt's doch gar nicht. Die lassen sich hier richtig ausspielen. Boah! Denn jetzt so, boah! Wie kann man den denn daneben schießen? Wie kann man den daneben schießen? Ja, der Torwart, der ist. Da zeigen sie es extra nochmal. Aber der Torwart Parr, der ist ja völlig neben der Kappe. Ach, Scheiße. Oh, 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 oh. Und der schießt zur Eckfahne. Die drücken jetzt ganz schön. Völlig unter Druck stehen wir hier. So, erstmal schön. Was stand? Keiner. Alter. Oh, oh, den kriegt er sogar noch. Spielt ihr den auch noch an? Jetzt komm mal raus da! Mann, ey. Mann, wieder in die Mitte und wieder ist der Ball weg. Nur noch die Mannschaft in Weiß. Der Hermoso, der Torschütze zum 1:0. Noch steht sie wirklich 1-1. Und noch bäumen sie sich gegen diesen vermeintlichen. Jetzt alle hin nach hinten kämpfen. Schön. Bitte nochmal gefightet. Ah. Jetzt. Ah. Dann nicht jetzt. Ach. Hä? Wie soll das denn jetzt gegangen sein? Das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Okay. Ja, doch, der Fuß, schade. Habe ich eigentlich extra mal drauf geachtet. Aua. Ach, was macht er denn? Er spielt den Ball direkt. Aber den hat er wieder. Ah, spielen wir mal schnell hier.
Komm, setz ihn noch. Mein Gott, wie das der Ball weggeht. Es gibt Freistoß. Nee, Halbzeit. Halbzeit. Es ist gut angefangen und dann ganz stark abgeflacht. Bei uns. Das ist nicht gut. Und ich habe wieder kaum noch Ausdauer. Ich mich so da reinhaue. Ja, sogar Facebook-Werbung haben wir auch in unserem Stadionbanden oben im Mittelrang. Hab ich nicht gesehen. Von Manchester City. Offizielle Seite. So, der Ball jetzt über die linke Seite gespielt. Die zweite Hälfte hat begonnen. Na, da werde ich verfolgt von einem Computerspiel. Oh, jetzt vielleicht mal die gute Flanke. Die ist gut. Nein. Den kriegt er nicht rein. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich ins lange Eck drücken. Das gibt's nicht. Und wieder kommt Granado zum Zug. Jetzt link. Link, genau. Links, die Flanke. Wieder Bunga. Tor! Und wieder direkt nach der Halbzeit. 2-1 in der 50. Minute. Ja. Lange lasse ich mir die Kopfbälle nicht wegnehmen, ey. Ich glaube, die Pause tat uns ganz gut. 49 Minuten, 54 Sekunden waren da gespielt. Und da kommt die Flanke von Granado. Batz machte das. Und der kleine Kerl, warum können die denn im Kopfball? Guck dir das an, ey, wie ich da hochsteige, ey. Im Kopfball können sie ihn nicht stören, das gibt's gar nicht. Der ist 1,65 Meter groß oder 69 oder wie auch immer. 1,66 und trifft. Zweimal. Und davor hatte ich nochmal eine Kopfballchance gehabt. Zweimal per Kopf, genau. Wir haben uns jetzt zweimal direkt wieder zurückgemeldet. Und ich glaube, das wird für die jetzt verdammt schwer werden. Mit dem Rücken zur Wand und direkt nach der Halbzeit wieder ein Tor gefangen. Wenn du jetzt nicht irgendwie wieder so einen komischen Fehler machst durch den Torwart, der weiß ich nicht mehr wollte. Spiel! Ich mache irgendwie mehr Kopfballtore als der Granado. Ja, Granado ist eher der für die Füße. Oh, das macht er gut! Das macht er gut, 53. Minute! Oh, und da fällt er jetzt mal auf Klappe. Abseits. Was? Ich dachte schon, ne? Jakulowski. So. Kulowski. Jetzt sind sie wieder durch. Ja. Gegen die wird heute nichts geholt. Er kann nicht. Mich ja auch können. Der ist lustig, der Jubel. Ey, und da kommst du nicht mehr rechtzeitig in Zweikampf, ey. Der Torhüter fällt auch wie eine Bahnschranke, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kommen wir wieder gut aus der Halbzeit. Gegen angenockte Gegner. Aber irgendwie. Ach, das passt irgendwie zu unserem Spiel. Oh, gut gemacht. Bunga, Bunga. Der läuft jetzt erstmal. Oh, ach, am langen Pfosten stand Granado. Aber, ach, genau. Jetzt sind sie durch. Und jetzt erstmal aufhalten, jawohl. Genau, so musst du das eigentlich machen. Und der Ball war außen. Warum passt der nicht? Der tippelt ein bisschen weiter noch, ich habe vorher schon einen Pass gedrückt. Gefährlich. Also kleine hässliche Puppearme. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. So, komm. Oh, und jetzt schnell geworfen über die rechte Seite. Ich geh mal wieder in der Mitte, oder? Super! Boah. Hätte ja gepasst, oder? Jetzt wird hier nochmal gefightet. Na, komm mal hier, jawohl. Nein! Jawohl, sehr gut. Er kommt. Nein! Nein, was ist das denn, ey? Will ich mir direkt auf den Fuß. Scheiße. Du hast der Fuß. Ne? Fußstellung war irgendwie viel zu komisch. Nein, der lag direkt am Fuß, der Ball. Mann. Ey, der Pass war gar nicht schlecht, ey. Ach, ich kam einen Schritt zu spät, ey.
Jetzt geht's wieder nach vorne und die geben mir Vollgas. Wollen dieses Spiel einfach nur gewinnen. Ja, voll, der Lauf gibt's die Ecke. Ja, komm, drückt. Ganz gemütlich, der Granado. Ecke kommt. Bisschen zu weit. Bisschen zu weit. So. Hast du noch. Die rechte Seite. Flanke kommt. Bunga. Jetzt nochmal Bunga. Nein! Ey, der hat mich auch voll umgehauen. Es geht weiter. Noch. Oh, El Nenny. Martin El Nenny. Mit der Flanke in den Strafraum. Ach du Scheiße, es gibt doch noch einen Konter. Nee. Machen sie schon. Der steht im Abseits. Der steht doch voll im Abseits. Jawohl, 75. Minute. Herr Mutzoll. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Bunga Bunga kriegt jetzt die Kugel. Ja, oder auch nicht. Der sollte sie kriegen, aber hat sie nicht gekriegt. Oh, ja, haben wir. Nein, mit dem Tor schieße ich den lieber mal schnell nach vorne, den Ball. War gleich wieder. Oh, da haben sie Granado, glaube ich, ein bisschen stehen lassen, aber der kommt nicht gut, der Ball. Oh, den fast noch gekriegt. Sehr gut zugestellt, sehr gut zugestellt. Körperdrehung. Komm, setz dich durch, jawohl, da ist er. Der Ball in die Mitte. Nein. Er ist mit dem Kopf hinter die Reihen und mit den Füßen. Boah. Ja, habe ich falsch getroffen. Nein, wo geht's hier nach vorne? Also ich nicht selber, sondern den Stick habe ich falsch getroffen. Der sollte eigentlich anders fliegen, ins Kurze. Oh. Ja, 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 komm, 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 komm. Hast, oh, ey. Ich habe einen Muskelfaserriss. Nein, er kommt ja nicht dran. Oh, fuck it, ey. Ach, der ist schön. 83. Minute. Ich hätte schon den Ball gespielt, der war eine schlechte Idee. Mann, geh doch mal da drauf, jawohl. Boah. Ey. Alter Falter, das ist unglaublich. Fast durch gewesen. Nein. Ja, sehr gut. So, krieg den nicht. Das sieht nach einem 2-2 aus. Nein, das fällt jetzt noch ein Tor. Langer Ball wieder hinten raus. Oh, Bunga lässt ihn wieder an sich vorbeigehen. Und gerade ist auch noch da. Jetzt. Na, der eigene Mann. Eigentlich richtiges Timing, aber. Der eigene Mann, ey. Oh, der kommt sogar an, Nee, der ist aus. Jetzt kommen noch mal. Eine Minute, sagen wir jetzt halt. Die sind irgendwie krank, die Schiedsrichter. Da war eigentlich mehr. Ja, oh, jawohl. Nein, Mann. Komm. Ah. Was? Ja, ist ja klar, eine Minute. Ach, scheiße. Aber 2-2 ist auch gut. Ein Punkt. Wir haben beide die gleichen Trainer. Kim. Und der Granado ist ziemlich traurig. New Generation. Bunga, 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 Bunga. Ja. Schönes Stadion von oben. Ja, eigentlich ja schon. Siehst du das gerade auch von oben? Mhm. Hier. Nein. Boah, ohne Chance. Nein, nein, nein. Und dann hier der, wie heißt der Pritz? Was? Part oder was? Oh, hier auch noch. Boah, hier der Torwart. Und dann schießt er den, kriegt er durch die Beine und dann schießt er den noch vorbei. Und dann hier. Das 2-1, das war wunderschön wieder. Aber direkt den Gegenzug eigentlich fast, oder? Das 2-2. Ja, das war eigentlich relativ. Dann hier noch meine Chance, ey, ja, boah. Am Ende haben wir aber eigentlich ganz gut nochmal dagegen gehalten, waren dann wir die bessere Mannschaft und hätten dann mehrfach das 3-2 machen können. 100% Schüsse habe ich. 7,2 habe ich nur gekriegt. Pässe 88%, 2 Kämpfe 0. Und ich gar keinen einzigen geführt. So. Rayo Shaika, ey.
Also der Radio Shaker. From Rio to Jamaica, we are the Party Shaker. So, ja. Wir können es immer noch schaffen. 24 Punkte sind noch offen. Ja. Aber wollen wir mal gucken. 26-4-3. Da ist noch was möglich. Wir kommen jetzt langsam wieder rein. Wenn ich jetzt auch noch meinen Fuß treffen würde, dann wäre es noch besser. So, da hat er sich mal wieder auf stumm gestellt, der Dominik. Ging bei ihm wieder die Tür auf. Hat er sich jetzt mal wieder tück, tück, schön auf stumm gestellt. Naja. Was denn? Das war's von unserer Seite jetzt erstmal wieder für Part 22. Das war jetzt das vierte Unentschieden, damit kann man leben. Wir sind jetzt, der FC Barcelona wird dann unser neuer, beziehungsweise unser neuen Trikot sein. Da müssen wir jetzt nochmal Gas geben mit Barca. Ja. 8 Spiele haben wir noch, haben zwar noch keins gewonnen, aber das Unentschieden stimmt mich da ein bisschen positiver, weil der Gegner ziemlich gut war. Naja, wir sehen uns dann bei Part 23 wieder. Also, bis dann, haut da rein. Und ciao, so.